Hallo und herzlich willkommen hier zurück bei Haven. Wir sind hier das letzte Mal stehen geblieben. I think we scared them. Ja, ich möchte gerade mal gucken, ob wir zurück in einen Ort gelangen, wo wir jetzt waren. Denn da waren wir noch nicht fertig. Falls ihr euch erinnert, wir wurden hier direkt hergeportet. Und ja. Ich würde gerne noch den Rest erkunden, den wir da hatten. Wir haben auch die Insel noch nicht komplett gesäubert gehabt. Das ist gar nicht mehr so leicht, hier den Weg zu finden. Weil ich nicht mehr weiß, auf welchem Teil dieser ganzen Karten wir zuletzt waren. Okay, aber dann da hoch. Wie kann man da noch mal hoch? Ich weiß es nicht. Machen wir es darüber. Egal, welchen Weg wir jetzt gehen. Ich glaube, in die Richtung. Wenn man sich jetzt mal überlegt, was wir hier alles für Wege immer zurücklegen. Zigtausend Ladebildschirme. Der ja hier gewesen sein. Okay, und es hakt auch schon wieder. Das ist ein guter Zeitpunkt, kurz zu cutten. Ich habe jetzt nochmal auf 30 FPS runtergestellt. Ich hoffe einfach, dass es jetzt klappt. Wir sind jetzt auch schon hier auf der richtigen Map angekommen. Da hinten ist auf jeden Fall was groß. Das ist ein böses Viech. Jetzt hackt das Spiel schon wieder. Manchmal ein bisschen stressig alles hier. Ich verstehe auch nicht, warum dein Mann wieder zu Zaun kurz weggeht. Oh, come on. Eat that. What's gonna... Booyah! Ja, so sollte es eigentlich klingen. Oh. Your turn. Yep. Das ist für mich manchmal nervig. Und eventuell starte ich einfach gleich das Spiel nochmal kurz neu. Vielleicht hört das dann auf. You know what to do. On it. Well done. Ugh. One down. One left. Bam. So, ich hätte jetzt nochmal neu gestartet. Ich hoffe, dass die Soundräusche jetzt besser sind. Soundbugs. In den Kämpfen. Wenn nicht, dann kann ich da jetzt auch nichts mehr dran nennen. Ich habe langsam keine Lust mehr. Im wahrsten Sinne des Wortes. Lust. Die ist mir so ein bisschen vergangen. Ich weiß halt auch echt nicht, beim besten Willen nicht, woran das jetzt plötzlich liegt. Ich weiß, dass es an OBS liegt.
Denn die Einstellungen sind nun wirklich top. Es überspringen keine Frames mehr, gar nichts. So. Spiel selber läuft für mich auch super. Außer jetzt halt die Soundprobleme, die aber, was weiß ich, woher kommen können. Ich habe eigentlich nichts getan. So, was bist du für ein Wesen? We've never seen that one before. Maybe it only comes out at night. Sagt immer noch. With a mug like that? Also nicht in der Aufnahme, aber. Too. Das Spiel selber hackt immer noch. He's the one who should be hurting, not you. I definitely agree. Aber im Kampf nicht mehr so schlimm. That's not gonna work. Okay, now you. When you hit, we hit. Ready or don't move. And we blast off. Go. They're stronger than we are. He's getting weak. Whenever you want. Now. He's tough. Not fair. Mist. I'm fine. Okay. Das stimmt, dass wir sterben gleich. You go first. Go, go, go. Weil mich hätte ihn fast. Desperate times. If this doesn't do it. Maybe we should stop this. Ah, diese. You said no close contact. I forgot. Okay. Okay, wir sind gerade unser erster Tod. Tod. Well, don't you want to sit? No, thanks. Just bending my leg hurts. Oh. Do you know if we have any medicine left in the cabinet? I don't remember, but we can always synthesize new ones. I think I need a good night's sleep. And I need a good meal. Okay. Ja, wir sind so leicht angeschlagen. Oh no, we're out of meds. Should I kiss it so it'll feel better? Yes, but I think we should also make more meds. Und wie? Nennen wir Medizin her? Hier nicht, okay. Wissen wir das halt? Haben wir nur plus 30 jetzt? Can I ask you a weird question? Of course. Don't take it the wrong way, okay? No worries. Wouldn't you want to meet your mate? Well, I don't really have a choice anyway. I mean, if you could. Then no. She looks like a nice girl, but I wouldn't want to give her any false hopes. You've met yours, haven't you? Yeah. And? He's a boron. Okay. That's it? You have nothing else to say? Well, let's just say we can spend hours talking about a complete boron who we'll never see again. Or we could choose to have a good time. Got it. Dass man durch solche Gespräche mehr Erfahrung kriegt, als durch Kämpfer. Give me those medical plants of yours. Time to fire up the synthesizer. With this thing, we'll be right back on our feet. Are you sure you know how? I have a synthesizer in my ship. Of course I know how these work. No, wait, that's not the way. I know what I'm doing. Really? Because at this stage, you should... Ugh! Look, I've always done it this way, and it's always worked out. You're not gonna tell me how to use my own synthesizer. All right. All right, as you wish. Okay. Das
Was brauchen wir denn? Machen wir das einfach mal so. Boriko-Balsam. Okay. Wir können unsere eigene Medizin herstellen. Aua. Ständig komme ich mit diesem Scheißstuhl an meine Tür. Das ist so... Also meine... Oh, sag mal schnell. Schreibtischtür. Pfefferpillen. Okay, noch einmal. Nochmal. Haha, there. What do you say about that? All right. I didn't know you could also do it that way. And? Sorry I doubted you. And? I love you? Okay. That's not what I was expecting, but it'll do. Gut. Ach, so grüne Hunde, wir sind ja komplett angeschlagen. So, dann können wir uns ja jetzt wieder heilen. Ja, immerhin auf gelb. Wird dann noch mal essen? We've already eaten too much. Ah. I can never eat too much. Genauso sehe ich das auch. I've already eaten too much. Okay. Dann hauen wir uns noch die Pfefferpillen rein. Und dann sind wir zumindest wieder im blauen Bereich. So. Ich würde mal sagen, wir gehen noch einfach schlafen. Wir müssen das Schiff noch reparieren. Habe ich jetzt gar nicht mehr getan. Huh? What are you doing up so late? I had an idea. I wasn't able to go back to sleep, so I went ahead and tested it. Want to hear about it? Yeah, okay. But real quickly. Because the only reason I'm awake is that I have to pee. Alright. So we figured out that rust was not a mineral matter, nor was it organic matter. So what else is left? Antimatter? Correct. I didn't even think of that. But no. If it were antimatter, we wouldn't be standing here talking about it. So considering that rust is neither mineral nor organic, nor is it antimatter, it could be flow. Cool. But you could have just asked me. You can tell it's not flow because flow is blue and all flowy. This is red and all hard. I'll have you know that I just completed the test, and the rust molecules are precisely the same as those in flow. They're just organized differently. Kind of like water and ice, if you will, just not the same. That's why flow, in the form as we know it, has such a strong effect on the rust. The molecules are binding, unbinding, and... Yes, sorry to interrupt, but are you almost done? I guess that depends on how detailed an explanation you need. The least. Then I'm done. Okay, thanks. Gotta pee! Ooh. Da feiern wir bald wieder sowas wie ein Jubiläum. Wir sind schon wieder ein bisschen geheilt. Ja, wir sind voll geheilt, das ist gut. Und kaputt. Da ist noch ein bisschen Rost, ja. Gut, wir müssen da wahrscheinlich eh wieder hin. Improve what exactly? Ja, ich guck doch nur. Können wir noch was kochen? So, haben wir wieder ein bisschen was gekocht.
Okay. Oh no! Apple Brew is only for special occasions. Okay. Ja, ich wollte doch nur mal alles ausprobieren. Gut, dann würde ich sagen, gehen wir wieder raus. Hier drin haben wir soweit nichts mehr zu tun. Should we go out and explore? I would love that. So, die Motorhaube könnten wir reparieren. I am happy to say that is over and done with. You know, that is one nice vehicle. Of course. Guten Abend. I'm the one who built it. Hmm. Do you still consider this the same nest as the one you fixed up as a teenager? What do you mean? Well, we just changed the engine hood. I just changed the engine hood. Yes, okay, you did. But this isn't the first thing you've changed on the nest. And I hope it isn't the last one either. So, my question is, at what point does the nest, the one at the beginning, stop being the nest? Was it the first time you changed a part? Or will it be when you replace the last original part? Assuming you haven't done so yet. Does it happen sometime in between? Afterward? And even then, before you fixed it up the first time, all the spare parts that would eventually make up the nest, were they already the nest? What about you? Are you still okay? Huh? Your body cells are constantly renewing, aren't they? Ever since you were born, you probably don't have that many cells in common with the K from the beginning. Actually, you two may not have a single cell in common. So, are you still K? I'll let you ponder that one. Oh man. K! We need to go home now! You can think about that tomorrow, okay? Und so schnell ist wieder Abend. Who's a good oink? Who's daddy's oink? Who's that? Mm-hmm. Oh, oink. You are. Yes, you are. Oh. The apple brew is ready. So what are we waiting for? Ah, ich muss mir ganz kurz was notieren. Da stehen sie schon. That's a whole lot better than Kinovision, isn't it? You're right. But I still find it a little uneventful. That's harsh. When the sun just disappeared beyond the horizon, that was quite a twist. Do you think the sun will rise tomorrow? Or is the world going to descend in darkness? A real cliffhanger. Pass me the bottle instead of talking blute. I think it's empty. Ugh, blute. I still can't believe we made it. Well, it wasn't a big bottle or anything. I meant we made it here, on Source. Yeah, the odds weren't in our favor. You mean you would have bet against yourself? Considering the general condition of the ship, the meshing of the patrols, and the distance we had to go? Definitely. So, why did you agree to follow me here? It was our only option, wasn't it? I mean, in order to be together. Yes. There you go. Is your chair comfortable? Why? Mine is a bit big. Just for myself. Come sit. Do you regret it? What? Following me? Why would I regret that? Just look at this sky. Look at us. What is there to regret? I don't know.
The people? Don't you miss that? Seeing people? Honestly? No. I did have friends and colleagues. When we left the apiary, at first, I thought I would miss them. I thought that after a while, I would feel a void. I need to see them again. But that hasn't happened yet. Actually, I consider myself pretty lucky to have you. Asking for more would seem egotistical or ungrateful. Anyway, I don't think I should be telling you these things, or else you'll end up realizing that I don't deserve you. Do you really think that? I don't know. A little bit? I find that comforting. Because I'm thinking that too, all the time. That I don't deserve you? No, idiot. That I don't deserve you. Would you look at us, not deserving one another. You know what? I think the world doesn't deserve us. Neue Angriffe. Ja. Besser der Schlüssel und Rempler. Das ist sehr gut. Maximale Gesundheit erhöht. Schön. Sehr, sehr schön. So. Aber wie viel sind wir jetzt? 220. Das ist gut. Glaube ich. Hoffe ich. Gut, dann können wir wieder Bett gehen, denke ich. Mal sehen, ob wir wieder nachts aufwachen. Oder ob wir mal durchschlafen. Okay. Do you mind if we switch sides? Why? I don't know. I just feel like a change. Is this a trick? Okay, yes. My side is all sticky because of you, and it's kinda nasty. Because of me? Do I need to remind you how the scene unfolded? No one cares who started it. What matters is who finished. You did. On my side of the bed. So we're switching. Okay. Oh. Really? Oh man. I didn't expect you to give in so easily. Oh man. Ja, der Groschen fällt pfennigweise. Your side is sticky too. Sorry. Mhm. Okay. Manchmal frage ich mich, ob dieses Spiel wirklich jugendfrei ist. Bei den ganzen Andeutungen. Gut geheilt sind wir. Dann gehen wir jetzt aber wirklich mal raus. Wobei wir das, glaube ich, auch erst im nächsten Part wieder machen. Wir sind ja jetzt schon bei 19 Minuten. Should we go out and explore? I would love that. Gut. Es ist ja irgendwie auch cool, dass man hier keine besondere Quest hat. Quest hat, die man hinterher hechten muss. Sondern dass man an sich ja alles frei erkunden kann. Es ist aber auch nur bis zu einer gewissen, ja, bis zu einem gewissen Punkt wirklich alles frei. Weil wir sind ja trotzdem noch auf diese neuen Fähigkeiten angewiesen. Wie bessere Schuhe, damit wir höher fliegen können oder gleiten können und so. Und ja. Aber ansonsten ist das echt gut gemacht. So, wir gleiten hier einfach nochmal ein bisschen. Und ja, ich würde sagen, wir sehen uns hier einfach beim nächsten Mal wieder. Und ja, ich hoffe, euch hat der Part gefallen. Wenn ja, dann lasst dem Part doch gern ein Like da. Und wenn ihr mehr Videos von Haven sehen wollt oder andere Projekte, dann lasst auch da gern ein Abo da. Und ja, wir sehen uns. Ciao.